Der Weihnachtszirkus will ja ein Programm für die ganze Familie bieten, also sprich von den Kindern bis zur Oma, bis zum Opa. Spüren Sie Unterschiede in den Reaktionen? Wird vielleicht in der Nachmittagsvorstellung, wo viele Kinder sind, an anderen Stellen begeistert mitgeklatscht als am Abend, wenn vielleicht mehr Erwachsene im Programm sind? Gibt es da Unterschiede? Da gibt es teilweise schon Unterschiede, besonders bei den Clowns oder bei den Tieren. Die Erwachsenen sehen halt mehr die Kunst und die Kinder brüllen, wenn da 2, 3 Ponys reinlaufen. Also da brüllt das ganze Zelt. Am liebsten möchten die noch in der Manege reinrennen und die Ponys streicheln. Was dann in der Abendvorstellung mit weniger Kindern dann andersrum läuft. Ne? Aber wir hatten letztes Jahr Clowns gehabt, Stevie und Jones. Und da hatten wir gedacht, okay, die machen viel mit Telefon und iPad. Das ist vielleicht dann nicht so für den Kindern, aber durchaus, sie sind, glaube ich, in den Karlsruhe noch in Gedanken geblieben. Gut, dann viel Erfolg auch in dieser Saison und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.